Hi Leute und willkommen zurück zu Total War Three Kingdoms. Wir haben im letzten Part eine neue Armee ausgehoben. Und ich sehe jetzt, dass gerade sind nur 30 Leute. Aber die haben eine Menge Power. Ich hoffe, das hilft. Ich hoffe, das hilft. Fährt im Nahkampf, fährt im Fernkampf. Okay. Egal. Ich hoffe, die sind gut. Ansonsten müssen die halt wieder rausschmeißen irgendwann. Der Rest sieht aber gar nicht so schlecht aus. Wir könnten die eigentlich mal rauskicken. Weil nur 30. Naja, vielleicht sterben sie irgendwann und können sie ersetzen, was weiß ich. So, wir haben aber am letzten Part ein paar, ja, Ländereien eingenommen und möchten mit unserem aktuellen Frieden, ja, den Frieden ein bisschen stärken, indem wir hier die Rebellen platt machen. Das sind nämlich Feinde von denen und ja, vielleicht erhöht das dann unsere Zufriedenheit oder die Zufriedenheit unserer aktuellen Freunde. Nennen wir sie so. Aktuelle Freunde. Und ja, wir haben übelst viel Geld. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Also, daran hapert das schon mal nicht mehr. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Ach, komm schon. Ich habe doch hier alles getan, was ging, oder nicht? Na, oder auch nicht. Was haben wir denn hier? Nahrungsproduktion. Genau, Nahrung ist gut, aber das Ding muss weg. Sehe ich gerade. Was macht das Ding? Einkommen, Einkommenshandel, Baukostverjüngung, ja, pf, weg damit. Abreißen. Und hier kommt da ein Tempel hin. Aha. Kann ich auch noch ausbauen. Zack. Wir sind erfolgreich. Überbevölkerung. Zufriedenheit? Okay. Zack. Das auch nochmal. So. Das lassen wir soweit mit unseren Armeen. Können wir noch Leute... Ja, können wir. Das nehme ich doch gerne an. Können wir nämlich noch eine Armee ausheben. Habe ich irgendwo eine Stadt, die relativ hoch ist? Da. Was ist das denn? Moment, die muss ich umbauen. Was bringt mir das? Prestige, Nahrungsproduktion. Jo, Nahrungsproduktion, gerne. Es ist eine Freude, was baut ihr denn hier? Das Bevölkerungswachstum, 40% Einkommen aus Industrie. Kostenverringerung für... Nein. Abreißen. Was ist das hier? Einkommen, Industrie? Ne. Die ganzen grauen Dinger werde ich abreißen. Hier, weg damit. Abreißen. Jawohl, weg damit. Was ich wirklich brauche, ist sowas hier. Damit die keine Aufstände machen. So. Dann brauche ich halt noch einen Tempel. Oder brauche ich überhaupt einen Tempel? Ne, ich brauche hier sowas. Ne. Doch, ich brauche einen Tempel. Okay. Tempel, Tempel, Tempel. Da. Stampfen wir einfach aus dem Boden, weil wir es haben. So, wir haben die drei Sachen. Wir haben den Tempel. Wir haben das Ding. Was können wir jetzt hier noch schön fabrizieren? Die Wehrpflicht können wir hier bauen. Ja, komm. Dann können wir hier jetzt auch schöne Armeen aufstellen. Nehmen wir mal den hier. Lasst euch beugen, nicht brechen. Alle müssen sich vereinen. Ja, die drei mögen sich doch perfekt. Baum lebt von seinen Wurzeln. Und rekrutieren noch mal ein paar coole Einheiten. Was haben wir denn hier? Die sehen auch gar nicht so schlecht aus. Die scheinen noch stärker zu sein. Die sind auch stärker. Guck mal, was ist das teuerste, was wir hier haben? Die hier. Da sind es nur 30 Leute.
sind zwar schwächer, aber wesentlich mehr. Wie in einem Moment, nein, das wollte ich nicht. Das sind Speerkämpfer. Ich brauche keine Bogenschützen. Was ist das hier? Leichte Kleveninfanterie. Aha. Warum denn leichte? Warte mal. Das hier ist grün. Das heißt, ich brauche auch die grünen Einheiten für ihn. Kann das sein, dass es daran liegt? Dann nehmen wir doch die hier. Ups, Dient der Integrität. Damit die am besten miteinander harmonieren. Der kann gelb und das da haben, oder was? Auf jeden Fall sind ihm die zugewiesen. Warum immer nur 30? Ich verstehe das nicht. Warum die Reiter immer so wenig sein müssen. So, und das liegt nach... Nee. Jeder einzelne Typ kann einzelne Einheiten haben. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein wenig verwirrt, aber hey. Das ist ja normal. Wir könnten die auch noch nehmen. Oder halt die. Wir machen das mal einfach so. So, wir brauchen weitere Armeen. Was sagt denn unsere Armee? 17 vor 21. Es wird langsam mehr. Aber auch nur langsam. So. Das hier werde ich einfach umlagern mit 4 Armeen. Das sollte reichen, hoffe ich. Dann machen wir das Ding einfach platt. Samt der ganzen Armeen, die drumherum stehen. Das müsste einen fetten Schlag ins Gesicht geben für ihn. So, was haben wir denn hier? Wir haben da eine Armee drin. Wir haben hier 2 Armeen. Die können eigentlich schon mal um die Grenze. So, dann haben die es nicht mehr ganz so weit bis zur Stadt. So, hier ist halt mal ein Großkampf. Das da kann ich nebenbei einnehmen. Hier haben wir auch ein Problem. Hier sind 1, 2, 3 Armeen plus die Verteidigung, die hier drin ist. Ich meine, die beiden könnten den da angreifen. Das wäre jetzt nicht so das Problem, aber... Naja, gut. Die können das zu dritt einnehmen, den Typen. Bum, bum, bum. Und dann sind sie zu dritt gegen das. Könnte reichen. Weiß ich nicht genau. Die beiden stehen bereit dafür. Bei dem warte ich eigentlich nur, dass er das hier einnimmt. Und wir wieder irgendein Ziel haben, wie hier oben. Dass wir, ja komm, erstmal wieder zurück. Ja. Dass wir ein bisschen wieder freundlicher zu denen hier werden. Dann noch hassen sie uns doch schon ein wenig gewaltig. ja, und machen das mal weiter. Der wird doch jetzt nicht da mein Ziel angreifen, oder? Dann hätte ich die früher verlegen müssen da oben. Das muss ich mir merken. Das, was eingenommen werden soll, braucht dann also ein bisschen. Im Turban können wir eh nicht viel machen. Oh, wir brauchen echt welche in der Hinterhand von den Generälen, falls welche... Kaiser. Das ist unseres. Ja, wir haben eine Kaiserin. Okay. Kaiserin, ein Regierungsjahr. Sorry. Eigentlich haben wir alles, was wir brauchen, ne? So, diplomatischer Status. Die hassen uns ein bisschen, aber es war ja vorhersehbar. Für China. Ich hoffe, er greift ihn da nicht an. Das hoffe ich echt. Gut. Sehr gut. Zweige erstrecken sich. Die hier kommen halt. Ja, doch, 4 Armeen sollten das ja nicht hinkriegen, ne? Nur weil es uns überlegen. Die hier nicht. Was ist das denn? Ein Krieg. Wie sind im Krieg?
Bin mit denen im Krieg? Moment. Die haben uns echt den Krieg jetzt erklärt? Ich hab's nicht mitgekriegt. Aber dann hätten sie uns doch auch angegriffen. Oh, wow, das ist wieder zu schnell. Das scheint auch ein kleiner Bug zu sein. Ah, meine Kaiserin, glaube ich, wenn das hier gelb ist. Oder, nee, das ist einfach nur die neue Anführerin. Okay. So. Wir sind euch gegenüber, minus. Feindlich. Aber es steigt. Also sie können nicht im Krieg mit uns sein. Wir sind mit Königreich Dingens. Hier mit den gelben Turban im Krieg, oder? Kann das sein? Die sind im Krieg gegen die hier. Schätze ich jetzt einfach mal. Angegriffen hat er uns nicht. Okay. Mysteriös. Sehr, sehr mysteriös. Ich muss mal irgendwie Diplomatie gucken. Das ist doch... Krieg gleich Wei. Wei ist nur noch normal stark. Achso, ja gut. Ja, Fahne. Muss das sein? Frieden mit Königreich Wei. Wir haben echt keinen Frieden? Hab ich echt was verpasst? Wow. Dann biete ich ihm halt irgendwas an. Heirat anbieten, Gebietshandel. Ja, hier. Das bringt immer genug. Sollen wir ihm die Stadt da geben? Ist auch relativ strategisch. Wobei, warte mal. Wenn wir eh gerade im Krieg sind, dann kann ich die ja theoretisch einfach angreifen hier, ne? Bedenkt alles. Lasst eure Wut aus! Ja, kann ich. In den Krieg! So, dann bleibt anständig. Nutzen wir das doch mal kurzzeitig. Auch wenn das jetzt so nicht geplant ist. Marschieren. Rücken vor. So, die müssten ja eigentlich jetzt alle helfen. Marschieren. Ah, das war irgendwie zu früh. Das war zu früh, Junge. Als Einheit aufstellen. Direkt nach vorn. Wir gehen als Einheit. Haltet beim Spannen eines Bogens den Atem an. Brecht ihren Willen! So, der ist down, ne? Jawohl. Sehr, sehr gut. So. Wenn die Gerechtigkeit siegt, warten Gelage. Erhalten. Und dann exekutieren wir dich doch einfach. Nicht leisten, sie zu behalten. Wir nehmen das. Stoß entschlossen und treff sich Geld haben wir. Heute hat die Gerechtigkeit gesiegt. Überwältigt sie! So. Aushungern. Stürzt euch auf sie! Und wir gehen Bleibt mal. Standhaft! Immer vorwärts! Meine Klinge ist bereit. Lasst eure Wut aus! Das sollten wir jetzt kriegen, genau. Und holen wir uns. Wir haben sie überlistet. Jawohl, die Armee da drin ist auch platt. Wenn er mir einen Krieg will, dann kriegt er kurzzeitig seinen Krieg. Dieser Ort kommt unseren Plänen gelegen. So. Förders Weisheit. Vorwärts! Warum erklärt er uns eigentlich den Krieg? Hallo? Ja, ihr sollt angreifen. Denken und handeln. In den Krieg! Knapper Sieg. Schlagt jetzt zu! Okay. Lehnt Korruption ab. So. Überwältigt sie! Das war noch nicht der Plan, dass es so früh losgeht. Okay. Wir brauchen eine Pause.
So, ich will eigentlich mich meine ganzen Armeen bei ihm positionieren. Erneuert die Harmonie. Möge Weisheit fließen. Vermeidet Umwege. So. Jetzt will ich die gar nicht angreifen. Lasst eure Wut aus und zermalmt sie. Gut, dann holen wir uns das da auch noch. Wenn ich schon nicht alles hier erobern kann. Für den Frieden. Für das Volk. So. Für China. Hallo? Achso, hat er. Gut, dann oder nicht. Oh mein Gott, das geht zu schnell. So. Wow. Das Ding hat einen Bug. Manchmal kann ich viel scrollen, manchmal irgendwie nicht so richtig. Okay. Ah, da hat eine fette Waffe. Und ein fettes Ross. Wow. Eigentlich voll die Verschwendung für so einen Typen hier, der noch nichts gelevelt hat. So, was ist denn noch? Das da. Das. Oh, jetzt haben wir sogar zwei Punkte. Nice. Noch einer. Ach, komm. So, der da. Legt euch immer Richtung Himmel. Gut. So, was mache ich mit den beiden Armeen? Eigentlich müsste ich dahin. Rücken aus! Der mächtigste Baum lebt von seinen Wurzeln. So, kann ich dich angreifen? Für die Ehre! Nein. Überall breitet sich Ordnung Nein. aus. Ach, schade. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch einen fetten Kampf. Puh. Für die Harmonie. Ach stimmt, da hatten wir die ja schon dazugestellt. In der Hoffnung, dass die dann mit drauf gehen. Für das Volk. Mit Geduld schöpfen wir neue Kräfte. Okay, nächste Runde. So, eine Hoffnung, dass wir das jetzt dann noch ein bisschen einnehmen können. Dann holen wir uns den hier nächste Runde. Ja, das kriegen wir nicht mehr. Schade eigentlich. Und dann machen wir direkt wieder Frieden. Das könnte klappen. Warum auch immer er mir jetzt schon den Krieg erklärt hat, aber okay. Jo, so ist da oben, aha. Alter, was ist denn hier los? Die gewinnt trotzdem noch? Alter Gevatter. Die Weisheit verlangt den Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich das verliere. Knappe Niederlage, ja, weil die letzte Armee nicht mehr dabei ist, ne? Auch Rückzug. Zurückfallen! Alter, wie viele Armeen der einfach da hat. Knappe Niederlage? Mist, ist immer noch Wir zu nah dran. Unsere Kräfte für später aufheben. Alter, wie viele Armeen sind das? Wieso sind jetzt glorreiche Niederlage? Ja, wow, jetzt sterben wieder alle drei Armeen. Oder was? Oh, ich will nicht, dass wir. Ach. Ja, wow, danke. Das ist eine Farsche. Ja, geil. Einfach geil. Drei riesige Armeen einfach weg. Oh, komm schon, das ist unfair. Das ist richtig unfair. Wir sollten für ihre Gefangennahme keine... An die Aufgabe! Oh Mann. Das hier hätte ich eigentlich kriegen müssen. Aber meine vierte Armee war nicht da und er hat irgendwie noch Nachschub gekriegt. Und irgendwie konnte er dann auch immer wieder weiter vorrücken. Das finde ich das Miese daran. Er kann das immer machen. Bei mir klappt das nie. Die kommen immer gerade so weg, dass ich dann nicht mehr rankomme. Ah.
richtig mies. Fürchtet niemanden. Schlagt als Einheit zu. Ja! Alle Pläne werden umgesetzt. Drei riesige Armeen weg. Es wäre ratsam, diesen Ort zu besetzen. Ja, das wäre es wirklich. Problem ist nur, was ist hier los? So, dann möchte ich jetzt eigentlich nochmal gucken. Dich machen wir nochmal schnell platt, bevor wir irgendwie Krieg führen. Ja, platt machen. Das regt mich gerade auf, ey. Boah, drei fette Armeen ausgehoben. Das sind 9 Generäle. Wann soll ich die denn wiederkriegen? Ah. Für China! Einer. Wow, wir haben 9 verloren, ey. Kriegen einen wieder. Ah, das ist hart. Das ist richtig übertrieben, was der hier hat. Oh Mann, ey. Ja, das kann ich da wieder knicken. Jetzt mal wieder zurück. Noch eine Armee. Oh Mann. Wie soll ich mir überhaupt den Krieg erklärt, der Saftsack? So, dann holen wir uns das hier noch. Ah, dann kriegt er mal wegen diese Stadt hier wieder. Und das Ding da oben. Weil, ne, oben nicht. Diese Stadt mehr haben. Oben möchte ich mich langsam ausbauen. Das genügt unseren Ansprüchen. Ja. So. Okay. Okay. Wie sieht das jetzt aus, die ganze Lage? Hier in der Mitte hoffnungslos. Definitiv hoffnungslos. Du kannst mal wieder zurückgehen. Machen uns auf. Hinaus und weiter. Wow. Na gut, wenigstens haben wir da gewonnen. Das holen wir uns auch nochmal schnell, bevor wir wieder irgendwelche Ländereien vergeben. So. Was hat er jetzt eingenommen? Ach komm schon, das ist doch. Ah, okay, er war schneller. Er war schneller. So, du hast das da. 6 Leute, wow. Dann du nochmal. Hier. Du auch. Das da. Kriegst das. Du. Den da. Und du kriegst das. Du kriegst auch noch eine neue Rüstung. Oh, fette Rüstung. Richtig nice. So. So, unser Problem ist, dass er uns wieder den Krieg erklärt hat. Genau, das haben wir besetzt. So. Ich müsste das hier unten irgendwie mal wegkriegen, damit ich meine Armee ein bisschen zusammenziehen kann. Aber das ist irgendwie nicht möglich. Das ist irgendwie nicht möglich. Gut, wir werden erstmal wieder Frieden schließen. Wer ist denn jetzt hier noch? Ach, hier. Ja, hier. Okay. Frieden, 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 Frieden. Haben wir hier. Mit Königreich Wei. Unsere Geduld lässt allmählich. Muss das sein? Ja, muss. Frieden. So, wir geben Gebiete. Was haben wir denn gerade weggenommen? Hier, das Ding. Taiyuan. Oh, das hier rauszusuchen ist doch eine Qual. Taiyuan? Da. Okay. Hä? Gebietshandel? Wir geben Taiyuan. Was ist das Ding jetzt? Ist weg. Oder was? Hä? Da.
Ja. Ich möchte diese Stadt geben. Kann ich ihnen das nicht geben? Kann ich nur Städte geben? Oder was? Moment, das hatten wir ja gerade erobert, oder? Nee, das wollten wir nicht geben. Hm. Das hier kann ich ihnen geben, was wir hier erobert haben. Das ist Jiannan. Jiannan. Den hier. Ich weiß nicht, wie ich ihnen das gebe. Hä? Wie habe ich das denn gemacht? Ernsthaft? Wie habe ich das gemacht? Ich konnte ihnen noch Gebiete geben? Ihr gebt 0 von 4. Hä? Wieso kann ich das denn anklicken, wenn hier nichts passiert? Die geben uns sogar noch Geld? Okay. Was ist denn das jetzt hier? Jiannan Kaiserstadt. Wir bieten an Territorien Königreich für Zahlen in Jiannan Kaiserstadt. Die kriegt meine Kaiserstadt nicht. Ich kann jetzt auch nicht scrollen. So, doch jetzt. Er geht hier rauf. Jiannan. Hey. Okay. Wie ihr wünscht. Okay, jetzt ist feindlich. So, Diplomatie. Habe ich es nicht verstanden, aber ist okay. Und du musst dann da auch runter. Dann haben wir jetzt wieder Verbündete. Irgendwie. Okay, wir brauchen auch nur ein Land abgeben. Mein Hauptproblem ist halt, dass ich hier nicht wirklich vorwärts komme. Aber wir haben hier ein bisschen was eingenommen. Das ist ja auch schon mal ein kleiner Erfolg. So, du musst dich regenerieren. Ihr, weiß ich gar nicht, was ihr macht. Also mir nicht schlecht den Krieg erklären, die Säcke. Ha, gut, gucken wir uns mal an, was die machen. Und, ja. Oh Mann, ey, das ärgert mich echt, dass er mir drei fette Armeen geraubt hat. Einfach mein Plan, das genau umgekehrt zu machen, dass ich ihm das Teil passend wegnehme. Ein Leben in Eintracht, aha. Boah, ey, diese Stadt, ne? Die ist so hart umkämpft. Haltet durch. Kann ich neue? Ein. Na toll. Es ist nicht so viel. Armee aufstellen. Na, wir kriegen vielleicht zwei Armeen dabei raus. Sieben. Okay. Führt mit Stärke. Du nochmal. China ist das Volk, nicht seine tyrannischen Kriegsherren. Erschöpfung trübt den Geist. So, dann nochmal aufstellen. Nehmen wir dich mit. Die Vereinigung erfordert Disziplin. Und euch beide. Besinnt euch des Friedens. Bereitet euch auf Krieg vor. Einheit auflösen. Truppen wirklich, ja. Auflösen. Ja. Die kriegt nämlich jetzt ein paar bessere. Und du kriegst auch nochmal ein paar Axtkämpfer. So. Erschöpfung trübt den Geist. Zurückhalten. Aha, ich werde die mögen sich zögern. Sogar. So. Ich brauche immer noch mehr. Immer noch mehr. Ja, ich habe keine Charaktere. Okay.
Du hast nochmal das hier. Oh wow. So, du musst erstmal wieder rausgehen. Das werde ich auf kurz oder lang eh wieder einnehmen. Jedenfalls so der Plan. ja. Diese drei Armeen müssen noch da vorne. Ich brauche Verstärkung. Ernsthaft. Oh wow. Die beiden könnten das da einnehmen. Das wäre auch schon mal eine coole Idee. Die Sonne lächelt uns zu. Erhebt die Bauern. Nein, nein, nein. Ah, jetzt bin ich im Feindgebiet. Das ist nicht das, was ich wollte, Junge. Ernsthaft. Hätte ich da herumgehen können? Auf wegen der Mauer, ne? Hm. Ja, dann hätte er hier ganz um den Wald rum müssen. Die sind schon ein bisschen anstrengend, die Leute hier. Spart Energie. Und hier da auch drei Armeen. Oh Mann, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Zu viel, zu viel. Keine neuen Leute. Gut, dann beenden wir hier den Part und ja, gucken, ob die irgendwie zu besänftigen sind. Dass ich meine Armeen hier vernünftig mal positionieren kann. So wie es eigentlich immer der Plan war. Aber er hat mir einfach den Krieg erklärt und ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.